Okay. Hä, das ist doch gar nicht Susan Meyer. Also ist ihr Haus, aber was macht die da? Sprechen Sie. Hi, kennst du mich noch? Lynette Scavo? Aber sicher doch, Lynette, wie geht's? Hör mal, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber kennst du Susan Meyer? Ich meine, wie gut kennst du sie? Ja gar nicht, ich habe mich doch vorgestellt vor ein paar Stunden. Ich bin ja neu hier eingezogen, wir sind befreundet, schätze ich. Nicht wirklich gut. Okay, gut. Gut? Moment mal, was? Schön, schön. Ich gebe dir die Gelegenheit, sie besser kennenzulernen. Okay. Oh, und wie genau soll das sein? Lass es mich so sagen. Eines ihrer Bilder ist in meinem Besitz gelandet und ich würde es ihr gerne zurückgeben. Mhm. Was meinst du mit in meinem Besitz gelandet? Sagen wir mal, meine Jungs haben es sich ausgeborgt. Von Susan, ohne sie zu fragen. Oh. Deine Jungs haben Susans Bild geklaut. Weißt du, warum sie das Bild gestohlen haben? Ich weiß nicht. Stehlen ist so ein negatives Wort. Wir wollen es ja nicht behalten, also bleiben wir doch bei borgen. Okay, ja. Und was geht mich die Sache an? Nee. Du willst, dass ich Susan anlüge? Ich kann das schon alleine. Ich brauche nur etwas Hilfe von dir. Sag doch einfach auch geborgt. Man hängt ja nicht mit Vertrau drin. Vertrau mir, es ist ganz einfach. Ich halte draußen Wache und du kannst durch die Hintertür rein und bringst Susans Bild zurück. Bitte? Warum kann sie das nicht selber machen? Warum nimmt sie nicht das... Oh, mein Gott, ich komme dauernd an mein Mikro. Warum geht sie nicht einfach mit dem Bild und den Kindern zu Susan und erklärt dir, hey, so und so, und dann müssen sich die Kinder entschuldigen und dann ist meistens wieder alles gut. Das mussten wir alle lernen. Mein Gott, nur damit wir uns verstehen. Du willst also, dass ich bei Susan einbreche? Achso. Sei doch nicht so negativ. Hallo? Komm schon. Ich mache mich strafbar, Ein aber Nein hey. Kann ich leider nicht akzeptieren. Ich wurde nicht umsonst in der Firma Hi genannt. Das interessiert mich nicht, wie du in der Firma genannt wurdest. Klar, ich helfe dir. Ich bin doch eine gute Nachbarin. Also gut, aber nur dieses eine Mal und du schuldest mir was. Fantastisch. Ich mach's wieder gut. Versprochen. Ja, kannst mich dann auf Kaution rauskaufen. So, Lynette steckt in der Klemme. Sie hat ihre Jungs schon wieder beim Stehlen erwischt, tut sich aber mit Entschuldigungen recht schwer. Und dann ist die Bestohlene auch noch Susan Meyer. Wenn sie Lynette helfen und sich in Susan Meyers Haus Haus schleichen? Oh Gott, wo bin ich? Schleichen. Um Susans Zeichnung zurückzulegen. Schuldet Lynette ihnen etwas und das zählt viel in der Wisteria Lane. So, so. Einbruch. Irgendwie hat Lynette es geschafft, sie zum Einbrechen in Susans Haus zu überreden. Ja, irgendwie. Damit sie das Gemälde zurückbringen, das die Scavo-Jungs gestohlen haben. Lynette sagt, dass sie für sie ein Auge offen hält. Klicken Sie auf die Eingangstür und wählen Sie reinschleichen. Okay. Ich kann nicht mal anklopfen. Okay, reinschleichen. So, jetzt bin ich drin. Und jetzt? Sie sind... Die Originalgemälde von Susan Meyer, dem Aussehen nach zu urteilen, wird es bestimmt in einer ihrer kommenden Bücher veröffentlicht. Und ist deshalb wohl sehr wichtig für sie. Ja, wunderbar, aber was mache ich jetzt? Muss ich das jetzt irgendwie reinlegen? Ach so. Jetzt schleicht sie. Ach so. And so, the majestic bear wades into the stream, ready to claim its prey. Ach, der Fernseher läuft, okay. Shh, du machst viel zu viel Lärm. Ja, Entschuldigung. Was muss ich jetzt machen, Geschenkkarte? Sie haben zu viel Lärm gemacht. Schnell raus, bevor sie... Okay. Hier, rausgehen. Rausgehen. Ist das die Alarmanlage? Oh mein Gott. So, jetzt gehen wir einfach ganz gemütlich, als ob nichts gewesen wäre. Habe ich denn die Bilder jetzt... Habe ich die noch, oder was? Scheiße, die habe ich noch. Wie lege ich die denn ab?
Und wählen sie reinschleichen, aber... Ja gut, dann versuchen wir es jetzt nochmal, ne? Reinschleichen. Zurück. Nein. Ach. Ach, da. Hoppala. Bilderstapel. Sie haben es gefunden. Aha. So. Jetzt hauen wir durch die Garage ab, oder was? So, raus hier. Aber ein bisschen flotti. Flotti Karotti. Oh, bin ich an den Schreibtisch gekommen, hä? Hä, bin ich doch noch nicht fertig? Sprechen wir sie mal an hier. Ich fasse es einfach nicht. Welcher Idiot bricht da ein und bringt dann aber das Bild nicht zurück? Du bist auf meiner Liste. Habe ich es doch nicht gemacht. Mach's doch selber, mein Gott. Die steht hier und wartet, bis ich ihre Arbeit erledige. Na gut, okay, wir versuchen es jetzt nochmal. Das ist ein... Das ist so... Hallo, ich kann es gar nicht lesen. Na gut, Ach, jetzt, oh mein Gott. Rausgehen. Ziel erfüllt. Ja. Einfach, um es noch spannender zu machen, laufen wir einmal noch durchs ganze Haus. Es ist gut, dass niemand hier war und gehört hat, welchen Krach du machst. Bitte, ist gern geschehen. Obwohl du die schlechteste Einbrecherin bist, die ich kenne, möchte ich dir diesen Gutschein geben. Danke, wie höflich. Er ist in allen Geschäften im Einkaufszentrum gültig. Den hast du einfach so dabei. Danke nochmal. Jo, Susul. okay. So, nu. Neues Ziel wahrscheinlich. In den Briefkasten sehen. Halt, du läufst dran vorbei. Und, hä, wir sind immer noch bei Susenmeier. Ach so, da wohne ich ja. Halt. Offenbar hat sich Paul Young, ach ja, genau so hieß er, etwas von ihrem Mann geliehen oder ihr Mann... Hallo. Hallo, guten Tag. Wolltest du mir was sagen, Bill? Ja? Zieh dir was Hübsches an, wenn wir zusammen ausgehen. Zu Befehl. Du musst mich nicht daran erinnern, Schatz, ich bin nicht dumm. Okay, das war's auch schon. Oh, übrigens, ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich Dr. Henriksen, dem Therapeuten von nebenan, gesagt habe, dass du bei ihm vorbeischaust. Hä, warum? Ich dachte, da alles so neu für dich ist, könnte eine bestärkende Stimme nicht schaden. Was meinst du? Ich soll zum Psychologen, okay? Das ist lieb von dir, Schatz. Ich gehe gleich zu ihm rüber. Wir sehen uns dann heute Abend, Schatz. Jo, bis dann. So. So, von hier nach dort.
Was? Offenbar hat sich Paul Young etwas von ihrem Mann geliehen oder man sich etwas von Paul. Sie sollten es ihrem Mann zurückgeben, wie es auf den Notizen steht, aber auf dem Weg können Sie ja vielleicht einen Blick darauf werfen. Dr. Hendricksons besuchen. Ach, den muss ich auch noch besuchen. Und zum Einkaufszentrum. Benutzen Sie das Auto in der Einfahrt und fahren Sie zum Einkaufszentrum. Dort können Sie ein wenig shoppen. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal zu Paul Young, oder? Meyer. Lynette Scavo. Davenport. Ah, ist das die olle Schrullige, oder? Wo ist denn der? Solis? Ah, Paul Youngs Haus. Der ist ja genau gegenüber. So, anklopfen. Hey Paul. Hallo Claudia, kann ich dich mal um deinen Rat bitten? Wir kennen uns doch gar nicht. Aber sicher, worum geht's? Wie töte ich am besten Frauen? Ich frage mich, ob seit dem Tod von Mary Alice genug Zeit verstrichen ist, um jemanden neuen zu treffen. Ich will nicht unangenehm auffallen. Wieso fragt man mich das? Das kannst nur du entscheiden, Paul. Man kann Mary Alice nicht ersetzen, Claudia. Das ist mir klar. Vielleicht sollte ich jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Paul. Lass die Haustür offen. Benutze das Auto, um im Einkaufszentrum zu fahren. Ja, von hier nach dort. Ich dachte, ich soll was holen. Der hat doch irgendwas von... Hoppala. Guten Tag. Scheiße, ich bin einfach reingelatscht. Muss ich ihn denn nochmal ansprechen? Der hat doch etwas von meinem Mann, oder? Hallo Claudia, kann ich dich mal um deinen Rat bitten? Okay, nee. Ja. Tschüssi. Na gut, dann gehen wir jetzt ins Einkaufszentrum. Get back home. Hallo? Achso, muss ich erst aus dem Haus gehen wahrscheinlich. Ich dachte, ich kann hier Doppelklick machen. Achso. Hier bitte, Zentrum. Ja, quer über den Garten, jawohl. Damit die Schuhe auch schön schmutzig sind. So, wo bin ich jetzt? Aha. Okay, dann gehen wir jetzt zum Therapeuten. Ist denn der im Einkaufszentrum? Beziehungsweise an der Einkaufsmeile? Ich kann gar nichts sehen. Schöner Brunnen. Hier ist einfach voll die Hölle los. Ah, Fairview Medical Center. Okay, ja gut. Dann gehen wir mal zu unserem Doktorchen. Da sitzt er ja schon parat auf seinem Stühlchen sprechen. Oh, was liegt da? Kann ich Ihnen helfen? Ja, Dr. Hendrickson, ich bin Claudia Johnson. Ja, ich bin Dr. Hendrickson. Freut mich, Sie kennenzulernen. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke, aber wo? Also, Ihr Mann meinte, dass Sie etwas Unterstützung gebrauchen könnten. Denken Sie das auch? Naja, es kann Ihnen schaden, etwas aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und das ist doch Ihr Spezialgebiet. Na dann, unterhalten wir uns doch ein bisschen, um uns kennenzulernen. Also, was bringt Sie und Ihre Familie nach Fairview? Bill und ich wollten weg von der Hektik der Großstadt und es etwas ruhiger angehen. Sie und Ihr Mann werden sich hier sicher sehr wohlfühlen. So, meinen Sie. Da wir gerade von ihm reden, wie haben Sie sich kennengelernt? Wollen Sie das wirklich wissen? Das ist schon so lange her. Ich könnte Ihnen erzählen, was er immer sagt. Ich weiß es nicht, ich erinnere mich nicht. Sie erinnern sich nicht? Ja.
Leider nicht. Ich weiß nicht mehr viel über die Zeit, bevor ich beim Joggen den Kopf angeschlagen habe. Oh, wie lange ist denn dieser Unfall her? Er ist schon lange her. Lange genug, dass ich mich danach um die Erziehung meines Sohnes kümmern konnte. Okay. Ich finde es gut, dass Sie hergekommen sind. Ich könnte Ihnen dabei helfen, Ihre Vergangenheit etwas näher unter die Lupe zu nehmen und zu verarbeiten. Tatsache. Wenn Sie möchten, können wir in den nächsten Sitzungen Ihre Vergangenheit beleuchten und an Ihren Erinnerungen arbeiten. Aber Sie müssen sich nicht sofort entscheiden. Also, was hat Ihnen Ihr Mann über Ihr Kennenlernen erzählt? Wir haben uns an einem Sommerwochenende im Park kennengelernt. Mhm. Hat er Ihnen Details erzählt? Er hat mich entdeckt, während er gerade eine Partie Schach spielte. Da ist er stumm. Ich fand das immer merkwürdig, weil er eigentlich gar nicht richtig spielen kann. Viele Leute haben Hobbys, die sie nicht wirklich beherrschen. Was zählt, sind oft die Aktivität, die Stimulation und manchmal die sozialen Kontakte, nicht die Tätigkeit an sich. So. Haben Sie keine Lieblingshobbys, die Sie nicht perfekt beherrschen? Nein, ich kann eigentlich alles. Ich hatte nie einen grünen Daumen, aber bin gern im Garten. Falls Sie etwas wirklich gut können wollen, müssen Sie einfach mehr Einsatz, Zeit und Energie investieren. Ansonsten bleibt die Aktivität immer nur Zeitvertreib und kein Hobby. Das müssen Sie immer auseinanderhalten. Oh, leider muss ich jetzt weg. Ich habe gleich eine Verabredung. Ich rufe Sie in einigen Tagen an, dann machen wir einen Termin. Bis dann. Okay, ich hätte zwar noch mehr zu besprechen. Kein Problem, es war sehr nett von Ihnen, mich zu empfangen. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Bis dann. So. Im Einkaufszentrum können Sie gleich beim Arzt vorbeigehen und Ihren Mann besuchen. Okay. Hoppala. Arbeitet der denn hier? Das ist doch das Memorial Zentrum, Dings da. Ach, da ist er ja. Und wie Sie schon parat warten, bis ich komme. Oh, da ist die heiße Sekretärin. So. Hey, wo geht er hin? Dieser Mann, ist er ein Freund von dir? Er? Nein, er ist wahrscheinlich verheiratet. So wie alle brauchbaren Männer. Okay. Ja, er ist verheiratet. Mit mir. ich glaube, wir kennen uns nicht. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Jacqueline. Die meisten nennen mich Jackie. Oh, Jackie. Also dann, Jacqueline, was genau haben Sie da gerade mit meinem Mann gemacht? Toll, also, Jackie, habe ich Sie da gerade beim Flirten mit meinem Mann erwischt? Was hat sie vor? Mein Gott, voll eifersüchtig. Oh, nichts. Überhaupt nichts. Sein Hemd saß nicht richtig. Da habe ich ihm geholfen, das war's. Okay. Was ist der Job hier, Jackie? Ich leite das Büro. Ich mache die Terminpläne für alle Ärzte. Das heißt, ich bin so etwas wie ihre Mutter oder Ehefrau. Zweitehefrau, Entschuldigung. Ja, bitte. Das ist komisch. Ihr Mann hat seine Frau nie erwähnt. Manchmal überhört leichte... wissen Sie was, Jackie? Ich kann garantieren, dass Sie in Zukunft mehr von mir hören werden. wie dem auch sei, ich wollte nur kurz meinen Mann besuchen. Ich muss dann wieder. Ciao. Ui, was flackert da jetzt so? Hi, Baby. Na, wie kommst du heute voran? So gut man es sich wünschen kann. Das klingt gut. Ich dachte, ich schaue einfach vorbei und sehe mir dein neues Büro an, aber du bist wohl beschäftigt. Soll ich später wiederkommen? Oh, das ist Jackie. Die ist vielleicht eine. Er ist beschäftigt, okay. Nett, dass du vorbeischaust. Da muss ich mir glatt eine Pause gönnen von der ganzen Hektik hier. Ja, es ist vielleicht nicht schlecht, dass ich hier bin. Ich freue mich immer, dich zu sehen, Schatz, aber ich muss jetzt zurück zur Arbeit. Ich rufe dich an, wenn es spät wird.
dachte, er macht eine Pause. Übrigens, das war in unserem Briefkasten, ist wohl für dich. Oh, aha. Hey, danke, dass du mir die gebracht hast. Das von Paul Young. Gar kein Problem, ich war ohnehin hierher unterwegs. Sie sind von Paul Young, oder? Ja. Oh, es ist nichts, was dich beschäftigen muss. Nur ein paar Medizinzeitschriften, die ich im Haus herumliegen hatte. Was steht in diesen Zeitschriften? Oh, sie gehören dir? Er wollte etwas über ein paar neue Studien zur Speicherkapazität des Gehirns wissen. Speicherkapazität, okay. Ich kann mir kaum vorstellen, warum er was über Speicherkapazität des Gehirns liest. Du? Ich kenne ihn doch gar nicht. Merkwürdig, ich frage mich, warum er sich für so etwas interessiert. Warum liest Paul so etwas? Keine Ahnung. So, okay, ciao. Gegenstand verloren, ja. Neues Ziel. Kaufen Sie sich etwas Schönes. Sie sollten etwas Geld über haben. Gehen Sie doch rüber zur Boutique und kaufen Sie sich was Schönes. Na gut, dann gönnen wir uns mal was Schönes. Ja, wie komme ich hier wieder raus? Nein, hier. Ciao, Jackie. Wie läuft sie denn rum? So, wo ist denn hier die Boutique? Boutique, hier. Betreten. Toll. Jetzt kann ich das kaufen, was schon in meinem Kleiderschrank war, oder wie? Leger. $70. Bezahlen. Was haben wir noch? Schuhe. Bezahlen. Änderung annehmen. Ach so, jetzt habe ich mich gleich umgezogen. Okay. Na gut, heute war ein hektischer und aufregender Tag. Entspannen Sie sich und erhöhen Sie Ihren Spaßwert, indem Sie fernsehen. Okay. Ja gut, dann... Minikarte. Doppelklick. Ja, auf Häuser dorthin. Ja, aber... Ach so, ich muss jetzt wieder zum Auto. Logisch. Was hockt der da so steif dran? Gehen Sie da aus dem Weg. Na gut, dann gehen wir jetzt nach Hause. So, dann tun wir mal ein bisschen Fernsehen. Du warst doch gerade noch in der Arztpraxis. And now the news that matters. Your quiet neighborhood may not be as peaceful as you think. A new study has shown a sharp increase in juvenile perpetrators of violent and drug-related crimes, especially in suburban areas. When asked about this increase in crime, researchers responded, and I quote, "We believe this is the result of the dissolution of the American family. Kids don't feel comfortable talking to their parents, so they turn to other more questionable forms of guidance, such as their peers, the internet, or video games. Even worse, this could be happening under your very nose." The group verified their data with the Fairview Police Department, who agreed. Rising criminal activity rates indicate... Ah, das waren ja super Nachrichten. Er hat absolut keine Ahnung, was ihn erwartet. Ja, früher oder später wird ihn die Sucht voll packen. Genau wie all die anderen. Hä?